die 5 häufigsten Fragen zum Thema Intimchirurgie zusammengefasst aus meiner Praxis. Erstens, Dauer der Behandlung und wird diese Behandlung in Narkose durchgeführt? Wenn Klitorismantel und innere Vulvalippen gekürzt und gestrafft werden, dauert die Behandlung 1 Stunde und 30 und wird in Lokalanästhesie durchgeführt. Die häufigsten Fragen zum Heilungsverlauf. Wie lange kann man nicht sitzen? Aus meiner Sicht ist man in den ersten 14 Tagen eingeschränkt und entlastet sich beim Sitzen am besten mit einem Schwimmring, den wir alle aus dem Kindesalter kennen. Und die zweithäufigste Frage zu dem Thema, macht das Ganze Schmerzen beim Toilettengang? Nein, es macht gar keine Schmerzen beim Toilettengang. Die Patienten brauchen meist postoperativ nicht mal eine Ibuprofen-Tablette. Die dritte Frage ist, wie ist das mit den Narben? Sieht man die Narben? Sind diese Narben stigmatisierend? Schon nach 6 Wochen kann man die Narben gar nicht mehr sehen. Und das ist für viele Frauen ein großes Pro bei dieser Operation. Viertens, die Frage nach dem Sex. Wie lange darf ich keinen Sex haben nach dieser Operation? 6 Wochen und danach ist alles bestens verheilt und ihr könnt problemlos wieder mit dem Geschlechtsverkehr starten. Fünftens, die Kosten. Eine sehr wichtige Frage. Was kostet eine intimchirurgische Operation? Die meisten Patienten bekommen die inneren Vulvalippen gestrafft und gekürzt und den Klitorismantel gestrafft. Dies ist mit einem Kostenaufwand von 3.200 Euro brutto verbunden. Man muss allerdings immer individuell ein Konzept erstellen und dementsprechend setzt sich auch der operative Aufwand in Relation zum Preis. Kommt doch einfach vorbei zu einer persönlichen Beratung.